Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII Rebirth. Mit dem Bild ist alles in Ordnung. Wir stehen nur gerade auf einem Schiffswrack in Schieflage, wobei ich gar nicht weiß, ob man hier noch von einem oder schon von einem Wrack sprechen kann, denn eigentlich sieht das so aus, als würde das Ganze hier noch restaurierbar und wieder in Betrieb nehmbar sein, wenn man das Schiff wieder in seine ursprüngliche Position bringt und hier das ein oder andere aufräumt und vielleicht auch erneuert. Auf jeden Fall sind wir beim letzten Mal hier im Gebiet in und um Junon eher um, weil in der Hauptstadt sind wir hier noch nicht gewesen. Aber ganz gut vorangekommen mit dem Absuchen. Es gab einige Barrieren, überwiegend in Form von diesen steilen Wänden, die wir noch nicht emporlaufen können. Ich hätte gerade fast klettern gesagt, aber es wird wahrscheinlich auf ein Hochlaufen hinauslaufen. Ich wollte jetzt eigentlich, ah da, genau, diese Dings hier habe ich gesucht, diese Holzpaneele, wo man rüberlaufen kann. Und das schreit extrem nach dem nächsten Kristall, wenn ich unseren Vogelfreund da hinten einmal beobachten darf. Auf jeden Fall ist das hier ein sehr, sehr guter Spot, um ein Foto zu schießen. Ich weiß halt nicht, ob wir, wie hieß denn der nochmal, Rico oder so, der im Kalm. Ich weiß nur, er fing mit R an und vier Buchstaben waren es. Auf jeden Fall, wir haben bisher ja eine Fotografiermission von ihm bekommen. Und da gab es am Zielort, hier, das ist besagte Wand, da ist auch ein riesiger Chocobo drauf. Das muss über ein Chocobo passieren. Da gab es am Zielort beim Fotografieren so ein Schild. So ein Fotografier-Hinweisschild. Und das habe ich seitdem nie wieder gesehen. Also entweder ist das an Quests gekoppelt oder ich habe die richtigen Spots dafür noch nicht gefunden. Keine Ahnung. Vielleicht auch beides. Das hier ist aber ein, finde ich, sehr einfach zu verpassender Lebensquell. Also irgendwann wird der natürlich eingezeichnet. Der ist jetzt ja auch eingezeichnet. Der war von Anfang an eingezeichnet. Aber wenn du das nicht als Icon auf der Karte hättest, dann wäre das hier, finde ich, einfach verpassbar. Wenn man nicht so genau hinguckt, sage ich mal. Und Render abläuft zum Beispiel. So, dann gucken wir mal, dass wir hier wieder ein bisschen was an Daten sammeln. Damit Chatley uns wieder vollquatschen kann mit all dem Dank. Und all dem Druck, den er hinten dran packt, indem er sagt, so, jetzt habt ihr das, jetzt will ich aber 10 Protosubstanzen und dann will ich das und fühlt euch nicht gedrängt, aber, und, ah, da ist er. Cloud, ich habe mir den Lebensstrom einmal genauer angesehen. Dabei konnte ich den Fundort eines Synthesechips aus Republikzeiten lokalisieren. Er liegt inmitten von zerstörten Trümmern aus der Republikzeit, in unmittelbarer Küstennähe. Die Gegend wurde beim Krieg gegen Shinra schwer in Mitleidenschaft gezogen und ist übersät mit Kratern. Gebt acht, wo ihr hintretet, wenn ihr dort seid. Erster Gedanke war, sind wir da eventuell schon gewesen? Zweiter Gedanke war, nee, so wie er das beschreibt, eher nicht. Und das bestätigt sich hier auch nochmal. Ich will einmal nur mal kurz gucken. Hä? Der hat mich gerade nicht auf die Karte gebracht, wo ich eigentlich hin wollte. So, Preisfrage ist, wie kommt man hier hin? Ich habe eine Vermutung. Das hier sieht nämlich aus wie so eine Brücke. Diese Linie, die hier rüber führt. Das wird dann wahrscheinlich auch übers Versteck möglich sein, wo wir beim letzten Mal standen. Kränennest war das, glaube ich. Und ja, da sind wir aber hier für den Abschnitt, glaube ich, vorerst durch. Genau, ich wollte mal gucken, wo das Symbol gerade aufgeploppt ist. Das war nämlich hier. Und da bin ich noch gar nicht gewesen, oder? Wobei, hier waren die Mithrilminen. Hier habe ich schon ein Schatzversteck. Ich kann diesen Abschnitt hier gerade gar nicht mehr verorten. Aber irgendwann muss ich da ja schon mal lang gelaufen gewesen sein. Warum habe ich hier zum Beispiel abgebrochen? Das kriege ich leider nicht mehr zusammen. Also entweder ich wurde da ausgebremst oder ich habe mich kurzzeitig für eine Routenänderung entschieden oder sonst was. Aber okay, das werden wir zu gegebener Zeit alles nochmal aufdecken. Oh, das ist so dumm, dass die Schnellreise jetzt noch nicht freigeschaltet ist. Das nervt mich eigentlich gerade am meisten. Ich würde ansonsten, wenn es hier irgendwo ein Chocobo-Symbol oder so auf der Karte geben würde oder irgendeinen Hint, wo man die Fußspuren findet,
Da würde ich da auch tatsächlich als erstes hinlaufen. Aber bisher gab es das nicht. Deswegen, ja, tappe ich jetzt weiter im Dunkeln und ärgere mich darüber, dass ich nicht weiß, wie ich am schnellsten an ein Schokobo rankomme. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie weit wir hier rausschwimmen können. Das ist aber prädestiniert, um jetzt mit der Spieleliste weiterzumachen. Ich hatte beim letzten Mal ja einige Spieleenttäuschungen wieder umrissen. Wir hatten zuletzt über drei SNES-Spiele gesprochen. Ich habe auf meiner Liste noch South Park zu stehen, was für mich auch ein interessanter Titel ist. Interessant insofern, als das, also South Park muss man vielleicht auch ein bisschen eingrenzen. Es gab ja South Park, also ich kenne South Park auf dem N64. Da fand ich es auch schon nicht so gut. Da wäre es aber übertrieben, jetzt von Enttäuschung zu sprechen. Ich weiß auch, dass der Multiplayer damals da sehr kurios war. Da konntest du auf Schneebälle pinkeln und damit dann deine Gegner beschmeißen und so. Halt so typischer South Park-Humor. Aber ich meine tatsächlich der Stab der Weisheit oder Wahrheit. Bin mir nicht mal mehr sicher, wie das heißt. Ich habe es mir auf jeden Fall, nachdem es damals durchaus gehypt wurde und auch Traumbewertung teilweise bekommen hat, weil es ja auch mit einem rundenbasierten Kampfsystem verbunden war und so. Und ich South Park ganz, ganz früher auch ganz gerne mal mochte. Ich hatte auch als Jugendliche mal so ein Kenny-Plüschtier bei mir im Kinder-Jugendzimmer, wie auch immer. Und eigentlich waren alle Rahmenbedingungen erfüllt, damit ich dieses Spiel mag. Und ich mochte es nicht. Ich habe irgendwie 2, 3 Spielstunden reingesteckt und das ist auch ein Phänomen. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft mir das im Leben passiert ist. Ich hatte einfach keinen Bock, es weiterzuspielen. Ich bin nicht mal aus der Stadt rausgekommen, aus... Oh Gott, wie traurig ist das, dass ich nicht mal den Namen der South Park-Stadt mehr kenne. Boah, Mann, ich habe das doch früher so oft geguckt, ey. Es ist mir schon ein bisschen unangenehm. Aber ich weiß nicht, ob das die Hauptstadt ist, ob es da noch weitere Städte gibt. Ich bin da auf jeden Fall nie rausgekommen. Ich bin mit dem Kampfsystem irgendwie nicht warm geworden. Ich hätte mich da vielleicht ein bisschen mehr reinfuchsen müssen. Aber ich muss auch sagen, auch wenn ich South Park damals gerne geguckt habe, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Spiel gespielt habe, nicht mehr so sehr, muss ich dazu sagen. Also die Faszination hinter der Serie ist dann halt auch irgendwann abgeebbt. Und mir hat das Setting halt auch irgendwie nicht so viel gegeben. Ich weiß nicht, mich hat nicht interessiert, wie es weitergeht. Mich haben die Charaktere nicht interessiert. Klar, der Humor und das Design und so, das ist natürlich alles Peak und so. Und das war auch cool. Aber das hat mir nicht gereicht. So, wenn dich die Charaktere nicht jucken, wenn das Setting für dich jetzt nicht so interessant ist und wenn du das Kampfsystem nicht magst, woher willst du dann noch Motivation ziehen, das weiterzuspielen? Es war einfach kein Spiel, was für mich gemacht ist. Und ja, wie gesagt, ganz selten, dass ich ein Spiel nach ein paar Stunden abbreche. Ich ziehe eigentlich immer durch. Aber ich habe dann wirklich, man überlegt ja, ich meine, jedermanns Freizeit ist ab einem bestimmten Alter begrenzt. Und ich habe mich tatsächlich nicht überwinden können, dann weiterzuspielen. Ich hatte einfach keine Lust. Ja. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Und dann gab es ja davon auch einen Nachfolger. Den habe ich mir nicht mal gekauft. Den habe ich nicht mal in meiner Sammlung. Und das werde ich mir auch nicht kaufen, weil ich weiß, dass ich keine Lust haben werde, es zu spielen. Und, Entschuldigung. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich kann es halt nicht so wirklich beurteilen, weil es mich am Anfang schon verloren hat. Und ja, mein Bruder hat zum Beispiel durchgespielt, beide Teile, hat es platiniert, findet es großartig, versucht immer wieder zu appellieren, dem nochmal eine Chance zu geben und sich ein bisschen mehr damit zu befassen. Aber er liebt auch die ganze South Park-Serie, auch bis heute noch, kennt alle Staffeln und ist da auch stärker involviert für mich. Leider eher nichts. Aber ich muss echt sagen, das ist halt bei vielen Lizenzspielen bei mir so. Ich hatte ja beim letzten Mal auch über die Schlümpfe und Asterix und Obelix und so gesprochen. Irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie, eigentlich ist das ja was Gutes, wenn du so vertraute Charaktere, eine vertraute Umgebung hast. Vielleicht auch die originalen Sprecher und so noch drin und Orte, die du eigentlich schon kennst. Aber irgendwie ist das nicht meins.
Irgendwie habe ich es lieber, wenn ich eine neue Welt mit neuen Charakteren, die ich neu kennenlernen darf und so erleben darf. Ich brauche diese Überschneidung nicht. Also ich bin ja eh nicht so der Serien- und Anime-Fan. Also einfach, weil mir die Zeit dafür fehlt, mich damit auch noch zu befassen. Neben dem ganzen Videospiel-Output, den ich hier auf YouTube und so habe. Aber ich glaube, selbst meine allerliebste Lieblingsserie würde ich nicht unbedingt als Spiel haben wollen. Also ich würd das nicht feiern, wenn das käme, so. Ich habe mir damals immer Sailor Moon Spiele und sowas alles und Barbie Spiele gewünscht und mich dann auch immer gefreut, wenn es da was gab. Fing ja schon auf dem Game Boy an mit diesem einen Barbie Spiel da, aber so aus heutiger Sicht brauche ich das nicht unbedingt. Und das hat schon früh angefangen mit den ersten Enttäuschungen, die sich da auch ergeben haben, von daher. Nun gut, genug gesagt. Oh nee, das sind die beiden Vögel, die beim letzten Mal schon so stressig gewesen sind, oder? Die mit Tee anfangen und klingen wie Tornado, oder? Nee, das sind die Semselets. Die gingen noch klar. Die anderen haben nur gestresst. Ey, ich will diese Fragezeichen da weghaben. Ich werde jetzt einmal nochmal Analyse dafür opfern. Ich verstehe auch nicht, wie kann denn ein Gegner nur so halb analysiert sein? Kann es sein, dass ich auf den nie Analyse angewendet habe, aber den ein paar Male bekämpft habe und dadurch die Infos nach und nach aufgedeckt werden? Das wäre jetzt mein einziger Erklärungsansatz irgendwie. So, na gut. MP hat sie jetzt auch nicht mehr so viele. Mann, ich will mich endlich bald wieder teleportieren können. Das nervt so, dass das nicht funktioniert. Mann, ich will einfach nur zum Gegner laufen. Mir ist aufgefallen, dass ich exorbitant oft einfach in die Luft haue. Das habe ich schon mal erwähnt, weil manchmal, wenn du auf Angriff drückst, jumpen die so nach vorne und preschen hin zum Gegner. Und manchmal stehen sie einfach im Nirgendwo. Nein, du sollst erstmal den anderen angreifen oder ist der tot? Der ist wahrscheinlich tot. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, Barrett. Dich steuere ich inzwischen echt am liebsten. Aber es wird halt mega stressig, wenn die Gegner dann Aggro auf den schieben und dem die ganze Zeit am Hintern kleben. Na gut. Genau. Lizenzspiele und so. Ach, ich bin jetzt... Das ist der Ort, der uns gerade noch... Hä, was ist hier? Moment, wie bin ich denn gerade? Ach, ich bin jetzt hier, weil ich ja hier entlang geschwommen bin. Ich habe eigentlich nicht so die allerbeste Route ausgewählt. Ich würde mich am liebsten hier hinporten. Ey, das ist so nervig. Das ist so nervig. Ich will meinen Chocobo finden. Aber wie willst du denn in so einem großen Areal wissen, wo hier Chocobo-Spuren sind? Das kann ja überall und nirgendwo sein. Ich glaube, das bleibt hier noch eine Weile anstrengend. Oder kann man sich irgendwie Hinweise reinholen? Weil ich meine, ja, man sieht die Fußspuren, das habe ich schon verstanden. Das habe ich auch bei den Zeitstempeln auch gesehen. Ich habe die Fußspuren dann gesehen im Nachgang durch eure Hinweise. Aber wenn du hier in so einer neuen Welt bist, für einen kurzen Moment unaufmerksam bist, woher willst du wissen, wo du jetzt am ehesten nach den Spuren Ausschau halten sollst? Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe immer noch, dass wenn man ein bisschen mit der Kamera in die richtige Richtung guckt und alles, die auch aus der Ferne so ein bisschen schon sieht und das auch abseits von den Spuren, wenn man gründlich beim Absuchen ist, irgendwie mitnimmt und erkennt. So, aber ich laufe jetzt erstmal einmal zurück. Keine Sorge, wenn wir dann wieder nach Süden ziehen, um da weiterzulaufen, dann kürze ich das für euch ab. Aber ich will jetzt hier erstmal diesen Bereich einmal abfrühstücken. Ah, es gibt hier so Mini-Inseln. Also Inseln würde ich das jetzt nicht nennen, aber eventuell kann man da raufklettern und findet da auch was. Weiß ich nicht, ob ich dafür jetzt nochmal ins Wasser jumpe, weil von hier aus... Keine Ahnung, ob der sich wieder hochzieht. Das sieht aus, als wäre es im Rahmen des Machbaren und Möglichen, aber eine Garantie dafür habe ich nicht, deswegen ist mir das noch zu heikel. Vielleicht, wenn ich mit dem Teil hier durch bin und sowieso wieder nach Süden laufe, dann springe ich mal runter und gucke, ob ich auf den einzelnen
Inseln in Anführungsstrichen was finde. Wo ist der Vogel jetzt hingeflogen? Unser Eulenfreund? Hä? Also irgendwie ähnlich wie beim letzten Mal, der düst dann einfach ab und irgendwie kriege ich den dann nicht mehr. Na gut, so, ich sammle jetzt hier erstmal ein bisschen was. Ich bin eigentlich voll nicht auf Kurs. Aber hier gibt es schon wieder viel zu viel zum Mitnehmen. Oh, ich habe auch genügend Perlen, Ingwer. Da, warte mal, jetzt ist die Eule wieder da. Wo fliegt sie hin? Hä? Hä? Warte mal, bist du nicht gerade über dem Wasser? Ist da eventuell... Okay, lass mich mal kurz überlegen. Ach, da auf der Seite war ich ja auch noch gar nicht. Warum bin ich da nicht gewesen? Gibt es hier nicht irgendwie eine Übergangsmöglichkeit? Boah, ich kriege hier gar nicht mehr zusammen, wie ich seinerzeit gelaufen bin. Aber ich werde den Vogel erstmal ignorieren, weil sonst bringe ich hier nur noch mehr Chaos rein. Ich hatte jetzt eigentlich eine gute Reihenfolge für mich gefunden. Ich wollte jetzt hier nämlich auf der rechten Seite, da wo man mich lässt, jetzt einmal den Bereich noch clearen. Und gucken, was wir hier gegebenenfalls noch finden können. Da oben sah das nämlich gerade aus, als könne man nach oben. So, ich habe ansonsten auf meiner Liste, wie gesagt, die Liste ist lang, 23 Spieler hatte ich, glaube ich, seinerzeit gezählt. Da ist einiges zusammengekommen. Ich habe hier noch Star Ocean drauf zu stehen, aber nicht das Franchise insgesamt, sondern nur einzelne Titel. Und ich habe über Star Ocean 3 bzw. Till the End of Time vor einigen Folgen, da waren wir noch, es war noch lange vor der Junon-Region, hatte ich schon ein paar Worte verloren. Deswegen würde ich den erstmal außen vor lassen. Oder jetzt außen vor lassen, nicht erstmal. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Aber Star Ocean 5 muss definitiv auch noch auf meine Enttäuschungsliste. Und zwar aus ähnlichen Gründen, wie das bei Majora's Mask zum Beispiel in der letzten Folge hatte ich ja darüber gesprochen, der Fall war. Star Ocean 4 ist bis heute mein liebstes Star Ocean, also The Last Hope, und Erwartungshaltung war groß. Es war auch mein allererstes Star Ocean, der vierte Teil. Ich dachte, boah, da könnte sich jetzt eine neue JRPG-Liebe entwickeln, und dann kam der neue Teil und die ersten Bilder sahen so cool aus und ich dachte, ich kann jetzt hier an diese Qualität auch anknüpfen. Ja. Und dann kam halt die große Ernüchterung, ne? Also das ist jetzt nun kein Geheimnis, da ist meine Meinung auch ein bisschen Mainstream, weil gefühlt kaum jemand den fünften Teil mag. Ich finde, das ist kein Totalausfall und auch hier ähnlich wie bei Majora's Mask, hätte ich nicht vorher den großartigen vierten Teil gespielt, wäre ich wahrscheinlich mit dem fünften nicht so hart ins Gericht gegangen, aber der fällt halt komplett hinten über. Also ich mochte die Charaktere nicht so gerne wie im vierten. Ich fand das Erkunden nicht so schön. Ich habe im fünften auch extrem die Cutscenes vermisst, weil, also es gab halt irgendwie kaum Cutscenes. Es gab viel Blabla so zwischendrin, wie jetzt hier zum Beispiel bei Rebirth, wo die Leute... Was ist das denn? Das war ein Fehler gerade, oder? Ich dachte, ich hätte jetzt hier gerade irgendwie ein spannendes Naturphänomen beobachten dürfen. Ja, der Fünfer hat mich einfach in keinerlei Hinsicht abgeholt. Ich finde, das Gameplay war noch somit das Stärkste. Ich finde, die Kämpfe haben Spaß gemacht. Ich finde, einige Städte sind sehr, sehr schön designt gewesen, muss man klar sagen. Ich fand auch das Charakter-Design gut. Also so eine Fiore oder keine Ahnung, wie man die ausgesprochen hat, aber die hatte auch ein sehr, sehr cooles Design. Und ich meine, damit nicht ihren halben Hintern, der da rausgeguckt hat und der man ständig unter den Rock linsen könnte. Aber so, auch wie sie gekleidet war und alles und überhaupt Haarfarbe, so, die mochte ich so vom Design her irgendwie gerne. Ich hätte sie auch gemocht, wenn sie eine lange Hose angezogen hätte und einfach ein bisschen bedeckter gewesen wäre. Also das hat nichts mit diesem Freizügigkeitsaspekt zu tun. Aber das Spiel hat halt zu wenig Tiefe. Mich hat die Story auch gar nicht gejuckt. Und das ist immer schon ein schlechter Indikator, finde ich, wenn dir egal ist, was mit den Charakteren passiert. Und mir wäre es egal gewesen. Also die hätten am Ende auch alle abnippeln können. Vielleicht sind die auch abgenippelt. Ich werde dazu nicht spoilern. Ich kann auch gar nicht spoilern, weil ich das gar nicht mehr weiß. Ich weiß tatsächlich über die Story kaum noch etwas. Ich weiß nur, dass es mir das ganze Spiel über relativ egal war. Und
Ja, so, warte mal, Schatzversteck. Ach, hier gab es 3 insgesamt. Warte mal, jetzt habe ich durch das ganze Blabla dem Ganzen nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Ich glaube, das Areal ist aber auch ein bisschen verworrener als das, was wir vorher so besucht haben. Warte mal, ich nehme mal einmal das Zeug hier noch mit. So, und dann gucken wir mal ganz genau hin. Vorteil ist ja, dass man das ja eigentlich ganz gut überblicken kann. Aber wo sollen hier leuchtende Kisten sein? Oder habe ich da schon mal mit der Kamera raufgehalten und das einfach übersehen? Hier unten vielleicht? Könnte auch sein, dass das irgendwo zwischen Containern oder so in die Ecke gezwängt ist. Hier unten, da kannst du ja auch langlaufen. Irgendwie so. Ja, wenn jetzt eine Kiste fehlen würde, hätte ich gesagt, okay, aber es fehlen ja noch 2. Oder ganz oben. Irgendwie, hier kann man ja klettern. Da bin ich übrigens der leuchtenden Bodenmarkierung auch sehr dankbar. Weil das hier hätte ich ansonsten, da ist die zweite, das ist schon mal gut. Ansonsten hätte ich hier die Kletterstelle wahrscheinlich auch gar nicht registriert. 2 Handgranaten, okay. So, und jetzt lass hier oben bitte die dritte sein. Dann hätten wir nämlich hier einen schönen Abschluss. Noch sehe ich nichts, aber ich bin manchmal auch durchaus blind für sowas. Mori-Medaille, das ist gut. Oh, aber hier wird doch bestimmt... Ja, das gehört alles noch zum Areal. Hier wird safe die letzte Kiste irgendwo sein. Ach, da ist sie auch schon. Hat gar nicht gesehen, obwohl die direkt vor der Nase war. Emblem der Erlösung. Das klingt ja schon ein bisschen mächtig. Warte mal, das gucken wir uns gleich an. Ich glaube, dieses Schiff hier ist so eine kleine Fundgrube für Mogri-Medaillen. Kann das sein? So, Cloudy Boy. Was haben wir denn hier Schönes? Emblem der Erlösung, ein Abzeichen mit erhabenem Wappen, das die Seele erlöst. Erhöht im Kampf die Wirkung von Heilmagie auf den Träger, wenn der TP-Wert bei 25 oder weniger liegt. Das ist ja lame. Das klingt so überaus mächtig und powerful und dann ist es eigentlich voll unspektakulär. Also nicht schlecht oder so. Hätten wir jetzt mehrere Slots, wo man so Zeug anlegen kann. Vielleicht hättest du eine Chance bekommen. Aber nicht bei den limitierten Möglichkeiten, die du hier hast. So. Gut. Ich will jetzt hier nur noch mal so ein bisschen... Ach, die Fässer kann man auch zerstören. Ploppt da auch mal ein Item raus? Was sind das hier für komische Medizinbälle? Mir ist schon klar, dass das keine Medizinbälle sind, aber ich musste gerade an sie denken. Und ich habe keine schönen Erinnerungen an sie, weil sie mich an Schulsport erinnern. Und Schulsport ist für mich durch die Bank weg negativ behaftet in meiner Erinnerungswelt. So. Was war mein eigentlicher Plan? Ich wollte hier Zeugs aufdecken und dazu gehört auch die Aktivierung dieses Turms, den du, glaube ich, auch nur über diesen Weg, über den wir jetzt hier hingelangt sind, erreichen kannst. Wrack eines Transportschiffs. Ja, aber ist denn das ganze Areal hier neu? Hier tue ich mich gerade ein bisschen schwer mit dem Absuchen. Da oben ist auf jeden Fall eine Hütte. Also ich würde jetzt hier, dadurch, dass es auf der Karte alles schon aufgedeckt ist, auch davon absehen, nochmal zu versuchen, die Ränder hier abzulatschen. Wir gucken mal erstmal, dass wir den Turm aktivieren. Und die Aktivierung hat ja in der Vergangenheit immer auch die Freischaltung neuer, interessanter Orte herbeigeführt. Hä? Das hängt ja doch alles zusammen. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie alles höher gelegen als der Rest. Dabei ist das ja eigentlich alles voll eben. Na gut, okay. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich in keiner Open World, die da draußen existiert, in der Welt, mich jemals überall in jedem Winkel zurechtfinden werde. Dann wäre es ja auch keine echte Open World, ne? Ein bisschen verwirrt sein gehört ja auch irgendwie dazu. Was ist das hier schon wieder für ein Areal? Bin ich da nicht wieder in der alten Gegend? Kam ich hier nicht her? Diesen Bereich hier, der so vernebelt ist, den wird man wahrscheinlich nicht aufgedeckt kriegen, oder? Weil hier sind die Graslande und hier ist Junon. Ich glaube, diese
Felswand trennt das einfach. Man könnte allerhöchstens hier nochmal möglichst nah ranlaufen, aber da kommst du halt auch irgendwann an deine Grenzen. Wobei, der klettert hier gut wie so ein kleines Äffchen nach oben. Aber auch nur bis hierhin. Na gut. Okay, guck mal, wie man hier voll die Kletterstelle sieht, weil ich da ein bisschen mehr aufdecken konnte. Aber summa summarum bringt das, glaube ich, nichts. Okay, warte mal, ich hole mal... Hä? Ach hier, ich wollte gerade sagen. Hab hier noch Zeug zum Einsammeln gesehen. Also wenn das hier der Startpunkt gewesen ist... Oder war der hier weiter im... im Osten? Hier verstehe ich eh nicht, warum ich da nicht weitergelaufen bin. Gab es hier irgendeine Barriere? Muss ja, das hätte ich mir ansonsten hier nicht nehmen lassen. Weil hier wurden wir aufgehalten. Das war alles letzte Folge und ich weiß es schon nicht mehr. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich muss mir angewöhnen, ein bisschen oberflächlicher zu sein beim Absuchen. Das kommt auf jeden Fall dem Progress auch entsprechend zugute. So, Artilleriehügel. Sind das meine Hasshügel? Oh nein. Oh nein, und ich bin nicht mal hochgeheilt. Oh, ich glaube, das wird eklig. Wobei, hier ist auch ein Semselett dabei. Es ist nicht alles schlecht. Hä, warum hat der jetzt auch wieder Fragezeichen? Hat jeder eine andere Menge an TP oder was ist da los? Hat mich vorhin schon gewundert, als ich nochmal Analyse eingesetzt habe. Dass ich das nicht gesehen habe. Na gut, ich werde jetzt hier keine weitere Analyseanläufe verschwenden. Ich will einfach nur, dass wir jetzt den Turm hier an uns reißen. Dann brauche ich schnell eine nahegelegene Bank. Da müssen wir mal gucken. Wobei, die nächste Bank ist, glaube ich, sogar die an dieser komischen Stelle hier im Norden. Wäre nochmal ein Grund da, vielleicht nachzugucken, aber ich weiß nicht. So, warte mal, warte mal. Das ist hier der größte Stressor auf jeden Fall. Ich mache mal einmal nochmal Rückwärtsseite, dann geht es weiter zu Barrett. Ey, Tifa hat Provozieren angelegt. Der Gegner oder die Gegner, die stürzen sich trotzdem immer auf andere. Ich finde, das funktioniert nicht so, wie es eigentlich sollte. Jetzt ist Barrett hier voll in Mitleidenschaft gezogen. Ich kann mir immer nicht merken, wenn es so gemischte Gegner sind mit verschiedenen Schwachpunkten, komme ich immer durcheinander. Deswegen muss ich alle paar Sekunden immer gucken, was nochmal der Weak Spot war. Boah, ich brauch... Shit, ey. Ich brauch unbedingt hier mal Heilung. Ich könnte auch Items nehmen. Boah, weißt du was? Ich glaube, wir sollten hier... Jetzt kriege ich aber den ATB-Balken wahrscheinlich wieder nicht voll. Ja. Jetzt nippeln wir hier vielleicht alle gleichzeitig ab. Nee, wir schaffen es gerade noch so. Boah, ey. Was für Reut-Gegner. Bitte nicht mehr. Ich mag das auch nicht, wenn hier alles so rot eingefärbt ist. Können wir da bitte Abhilfe schaffen? Und wenn ich dafür... Oh, nee, muss man die jetzt einzeln nehmen? Konnte man nicht mehrere gleichzeitig? Oh, okay, das ist ätzend. Keine Sorge, ich werde mich jetzt damit nicht hochheilen. Genau, ich wollte nur, dass dieser hässliche rote Filter einmal verschwindet. So... Dann haben wir nämlich den Turm hier auch auf unserer Seite. Dann verschwindet der auch als offener Punkt von der Karte. Das ist schön. Und ja, dann können wir uns gleich wieder anderen Zielen widmen. Da gab es nämlich noch die eine Stelle, wo ich ja noch ins Wasser jumpen wollte. Wo unser Eulenfreund auch einen auffälligen Hinweis hatte. So, aber erstmal machen wir einmal den hier. Dann mache ich einmal Kaffeeprost. Und dann sieht das doch hier schon wieder alles ganz anders aus. Ah. Hä? Okay. Moment. Eine Sache hat mich gerade überrascht. Ein Symbol tauchte im Nebel auf. Aber was zur Hölle ist das hier? Beistand. Was war das nochmal? Aber es lohnt sich der Sache. Da komme ich aber nicht hin. Ich weiß, dass ich da nicht hinkomme, weil man hier hochklettern musste. Deswegen brauche ich da gar nicht hinzulatschen. Aber was war Beistand nochmal? Das ist auf jeden Fall nicht neu. Das hatten wir schon mal. Ich kriege trotzdem nicht mehr zusammen, was damit gemeint war. So, ich brauche ganz unbedingt eine Bank. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich versuche jetzt mal, diesen Ort hier anzusteuern.
und schneide euch noch nicht raus. Jetzt habe ich ja wahrscheinlich die Stange verpasst, mit der ich mich hätte runtersliden können, oder? Nee. Der hat gar keine Stange. Können wir uns nicht fühlen wie ein Feuerwehrmann oder wie ein Ghostbuster oder so. So, eigentlich hätte ich nämlich gesagt, ich kürze ab, aber hier in der Region bin ich mir irgendwie fast sicher, dass ich hier straight diese Route noch gar nicht abgelaufen bin. Und nicht, dass ich hier unterwegs irgendwo Chocobo-Spuren oder so auf dem Boden finde. Das Problem ist halt, dadurch, dass ich Final Fantasy nach wie vor täglich bringe, das war ja ursprünglich mal nur bis Mitte März angedacht. Ich habe das, also wenn der Part hier online geht, dann habe ich inzwischen ja schon angekündigt, dass ich das jetzt auf den ganzen Monat erweitere. Wenn ihr mir den Hinweis in die Kommentare schreibt, dann bin ich mit den Aufnahmen schon 10 bis 15 Folgen weiter. Das ist einfach der reguläre Puffer, den ich mir einräumen muss, um gewisse Ausfallzeiten zu kompensieren, wenn ich dienstlich vielleicht doch mal länger bin oder ein Termin weg bin oder da ein Termin dazwischen kommt oder ich für eine Woche wegen Krankheit ausfalle, wie es ja vor nicht allzu langer Zeit auch der Fall war, dass es hier halt weitergeht. Und deswegen kann ich diese Hinweise nur sehr zeitverzögert umsetzen. Und deswegen kann ich theoretisch auch nicht drauf warten, bis ihr mir das mitteilt. Wisst ihr, was ich meine? Und also das ist quasi das reine Blind-Erlebnis. Das blindeste Erlebnis in seiner reinsten Form. Ja, weil ich mich hier größtenteils irgendwie selber durchschlage. Aber ihr habt mir schon einige Tipps auch gegeben, die weitergeholfen haben, definitiv. Der größte Game-Changer für mich, auch wenn es nur eine Kleinigkeit war, war tatsächlich, dass man mit diesem Touchpad sich die Gegneranalyseergebnisse anzeigen lassen kann. Das war das, was mich ja am meisten gestresst hat für eine Weile. So, ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ist das hier so gräulich, weil ich da noch nicht gewesen bin? Ich versuche mich mal dahin zu begeben, wo ich den Marker gesetzt habe und von da aus ins Wasser zu springen. War ich hier schon mal? Ich weiß es nicht, wenn hier wenigstens eine Person stehen würde, ne, mit der man sich austauschen kann. Da würden dann vielleicht Esitzbrücken zustande kommen, die bei solchen Fragen helfen. Aber das gibt's ja hier nicht. Die Pampa außerhalb, die ist relativ dünn besiedelt. Obwohl es hier aussieht, als würden hier regelmäßig Fischer ihr Werk verrichten und so. Aber das ist halt trotzdem nichts. So, also hier können wir jetzt aber wenigstens... Und ja, jetzt ist es aufgedeckt. Also hier bin ich tatsächlich noch nicht gewesen in dieser Ecke. Nicht, dass ich hier irgendwo ein Chocobo übersehe. Also bei der Farbe Gelb müssen hier alle Glocken Alarm schlagen. Wobei es kann ja sein, dass der Chocobo hier auch eine andere Farbe hat. Keine Ahnung. So, komme ich hier irgendwie rauf? Das sieht auf der Karte schon ein bisschen großflächiger aus. Ich glaube, ich bin hier nicht so ganz auf der richtigen Seite. Oder es ist auch gar nicht gewollt, dass man darauf klettert. So viel scheint es ja auch nicht zu geben. Den höchsten Punkt, damit ich den kannst du wahrscheinlich eh nicht erreichen. Warte mal, aber hier klettert er noch mal ein bisschen. Das ist gut. Gibt es hier irgendwas? Nee. Ich glaube, ich belasse es einfach dabei. Ich kann allerhöchstens noch mal von der Seite gucken. Oder es gibt hier wieder eine Kletterpassage. Ich habe ja ein Talent dafür, das zu übersehen. Auch wenn sie mit diesen gelben Griffeln das eigentlich schon relativ auffällig gemacht haben. Nur diese gelben Griffel, die sind manchmal wenig gesättigtes Senfgelb, was dann gar nicht mehr so auffällig ist plötzlich. So, aber hier muss es auf jeden Fall eine Möglichkeit geben, raufzukommen. Ich hoffe, man kommt hier auch von unten irgendwie rauf. Geht das eventuell hier schon? Das wäre schön, weil auf der Karte hat sich so ein richtiger Übergang schon abgezeichnet, finde ich, in Anführungsstrichen. Nämlich hier. Wobei das ja auch Lücken hat. Das sieht aus wie so eine kaputte Brücke oder so, aber vielleicht täuscht das auch. Oder man kommt... Ne, hier rüber wird man nach oben kommen. Ja, ja, ja. Okay. So, warte mal, habe ich hier überhaupt irgendwas, was unsere Aufmerksamkeit verdient hätte? Finden wir es heraus. Aber es gab hier ein Symbol, ne? Ja, eine Lebensquelle ist hier auf jeden Fall.
Gucken wir mal gleich, ob das das Einzige bleibt. Hä, ist das... Ja, das ist tatsächlich so eine etwas größere Quasi-Insel, nenne ich das jetzt mal. Hier würde ich dann schon ganz gerne einmal die Ränder ablaufen. Habe ich da gerade eine Kiste gesehen? Nee. Aber diese gelben Kisten hier, diese Getränkekisten, die sahen gerade auffällig aus. So. Was haben wir denn hier Feines? Ich könnte jetzt auch mit den nächsten Spielen anfangen. Aber irgendwie habe ich hier gerade ein bisschen die Befürchtung, irgendwas zu übersehen. Weil ich finde, dass das hier eine sehr unübersichtliche Gemengelage ist. Bei Gemengelage sagst du, glaube ich, eher, wenn Menschen involviert sind, oder? Oder Menschenmassen. Bin mir nicht sicher. Kann man Gemengelage auch zum Ist-Zustand eines Schiffes, von Natur oder vom Ist-Zustand abseits von Menschen sagen? I don't know. So, hier können wir auf jeden Fall Kisten zerstören. Ich dachte kurz, das wäre dieses Schiff, wo ich heute in den Part reingestartet bin, aber das ist ein ähnliches Modell, ein kleineres Modell und, definitiv nicht das gleiche Schiff. Nee, das hier unten. Hier haben wir heute begonnen. Das ist nicht das. Ja, aber was ist denn... Ach, das hier ist... War das die Schatzsuche mit den... Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Ich stelle keine Fragen mehr. Ich habe hier sehr große Orientierungsprobleme. Wenn es darum geht, einzuordnen, wo war ich schon und wo nicht. Wer von diesem ganzen Randablaufen genervt ist, der wird davon tendenziell eher profitieren, weil ich dann eher mal ein Auge zudrücke und sage, ja, okay, wenn es auf der Karte aufgedeckt ist, dann reicht mir das eigentlich und dann setze ich da schneller einen Haken dran. So, aber wir sind uns einig, dass wir die Lebensquelle hier noch mitnehmen wollen, ne? Vogelfreund hilft uns auf jeden Fall bei der Suche. Hier geht's jetzt in den nächsten, an den nächsten Landstrich, wollte ich eigentlich sagen, aber führt das nur auf ein... Was ist das hier für ein komischer Geröllhaufen? Also Landstrich würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich finde auch gerade irgendwie keine bessere Bezeichnung dafür. Ich finde, Geröllhaufen trifft es eigentlich schon ganz gut. Hat hier jemand irgendwie eine Base oder sowas errichtet? Das sieht hier schon sehr auffällig aus. Jetzt würde ich hier zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann mal ein NPC sitzen. Guck mal, das ist auch auffällig, dass du hier kein Chaos anrichten kannst. Das bleibt alles so, wie es ist. Auch wenn ich jetzt wie Frauentausch Andreas geklungen habe. Aber da, hier wird safe irgendwas passieren. Safe wird es hier eine Sidequest oder so irgendwann geben. Na gut, aber dann haben wir den Punkt hier schon mal kennengelernt. Ich werde den wahrscheinlich 5 Minuten später schon wieder vergessen haben. Und so kleine Pseudo-Nostalgie-Kicks haben, wenn wir dann irgendwann wieder zurückkehren. Aber Lebensquelle, nächstes Ziel. Also ganz abgefrühstückt ist das hier aber nicht, oder? Das ist hier auf der Seite immer noch ein bisschen neblig. Vielleicht kommt man, wenn man... drumherum schwimmt da einmal noch hin. So, ich versuche jetzt mal dem Vogel hier zu folgen. Ach, hier ist sie. Okay. Ich hätte gedacht, dass die Lebensquelle irgendwo weiter oben ist. Ich hätte jetzt eine komplett andere Laufrichtung eingeschlagen. Das ist aber eine schöne Position irgendwie. Die ist so geschützt, so außerhalb des Sichtfeldes. Deswegen habe ich es auch beim letzten Mal nicht erkennen können. So, ein bisschen konzentrieren. Immer nur beim ersten. Die anderen, wie gesagt, die passen schon. Es wundert mich nur, dass das nicht mal schneller, mal langsamer wird und im Laufe des Spiels mehr wird, so. Weil eigentlich ist der Schwierigkeitsgrad in Anführungsstrichen immer gleich. Aufstieg Festungsstadt Junon. Neuer Regionsbericht. Gott sei Dank, Chatley bleibt weg, oder? Ja. Keine Ahnung, warum der sich mal zu Wort meldet und mal nicht, aber seine liebliche Stimme werden wir sicherlich noch oft genug hören. Brauchen wir nicht unbedingt hier und jetzt. So. Okay, aber dann habe ich eigentlich, würde ich sagen, zumindest von dem, was eingezeichnet war, hier alles gefunden. So, und würde ganz gerne einmal... Also einmal würde ich hier noch hinschwimmen, wenn das Spiel mich lässt, weil ich finde, dass
dass dieser Kasten oder was das sein soll, sehr auffällig aussieht. Ach, das ist schon das Ding hier, oder? Was direkt vor uns ist. Ich will nur gucken, ob man da irgendwie raufkommt. Das sah auch so weißlich vernebelt aus. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob sich das ändert, wenn ich da näher ranschwimme. Nee, guck mal, jetzt ist es gräulich. Ja, der Marker ist da auch noch. Okay, einfach nochmal gucken. Vielleicht kann man hier... Ja, genau sowas hatte ich nämlich vermutet, dass man da vielleicht so wabenmäßig reinschwimmen kann. Also nach reinschwimmen sah das gerade nicht aus. Aber... hätte ja sein können, dass da ein Schatz wäre. Vielleicht ist ja auch irgendwann mal ein Schatz, wenn ich mit dem Chocobo herkomme. Wobei, kann der auf so einem Ding Chocobo rufen? Eigentlich schon, weil die können ja auch schwimmen. Ah, und hier ist jetzt, hat sich der Schleier auch gelichtet. Da sieht man hier zum Beispiel, an diesem Textil kann man sich, finde ich, auch ganz gut orientieren. Das ist auch auf der Karte erkennbar. Läuft der auch hoch? Oder ist das nur... Nee. Gar nicht. Nicht mal am Fuße dieses Teils. Aber es würde auch physikalisch gesehen wenig Sinn ergeben. Weil das ist ja nicht so starr, wie es aussieht. Das müsste ja eigentlich unter unseren Füßen nachgeben. Und das passt dann schon so. Nee, gut, aber dann haben wir hier eigentlich alles abgesucht. Es wird hier sicherlich noch Kleinigkeiten geben. Irgendwie so, keine Ahnung, Ingredients, die ich nicht abgepflückt habe oder so. Aber das ist alles jetzt nichts Weltbewegendes. Ich würde mal gucken, dass ich mich schnellstmöglich hier wieder hinbegebe. Damit wir dort gleich mit der Erkundung weitermachen können. So, ich habe es geschafft. So halb zumindest. Ich würde eigentlich weiter südlicher an Land gehen. Ich meine, dass ich es beim letzten Mal auch südlicher geschafft habe, aber der hat mich beim Schwimmen dann irgendwann aufgehalten. Keine Ahnung. Entweder ich habe es mir falsch gemerkt oder das hat sich irgendwie verschoben, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Aber okay. So, Leute. Ich habe mal wieder auf meine Liste geguckt, wenn ich... Nein, ich will die Vögel nicht nochmal besiegen. Nein, bitte bleib mir fern. Auch wenn wir gerade auf der Bank gesessen haben. Aber trotzdem muss nicht unbedingt sein. Ich will jetzt hier einfach weitermachen. Ich habe auf meine schlaue Liste geguckt. Und da steht auch ein Spiel aus dem letzten Jahr nochmal drauf. Es gab halt im letzten Jahr einige Enttäuschungen, muss man dazu sagen. Ich spiele halt nicht nur Spiele, die mir gefallen. Auch wenn ich mich größtenteils lobend über Spiele äußere. Ich meine, ich teile dieses Hobby ja nicht auf Social Media und auch ja auf YouTube, um irgendwie den Fokus auf Spiele zu legen, die ich nicht mag. Deswegen wirkt das vielleicht manchmal so, als würde es nur Spiele geben, die die ich feiere. Aber Valkyrie Elysium oder Valkyrie Elysium, also bei Elysium bleibe ich, da kann mir keiner das Ü wegnehmen. Das hat sich schon eingebürgert. War für mich auch eine herbe Enttäuschung. Es hat mir einfach irgendwie gar nichts gegeben, außer gute Musik. Das muss ich ihm anrechnen. Es war technisch irgendwie veraltet. Es hatte kaum Sichtfeld. Ich hatte ja damals auf Twitter oder heute X auch ein paar Fotos geteilt. Wie? Finde alle Gegenstände mit Hilfe des Chocobo-Geruchssinns. Jetzt habt ihr mir gerade kurz Hoffnung gemacht hier, dass ich hier ein Chocobo finden könnte. Warum wird das denn aktiviert, obwohl ich nicht mal ein Chocobo habe? Immer rein in die Wunde. Ist schon okay. Gar kein Thema. Nehme ich euch nicht krumm. Außer wenn ich mich heute Abend wieder meiner Voodoo-Puppe widme. Ein Spaß. Ich habe keine Voodoo-Puppe zu Hause, bevor jetzt irgendjemand denkt, ich würde damit meine Probleme lösen oder so. Nee. Würde ich mir auch nicht zulegen. Ich weiß nicht, irgendwie würde die eh verstauben. Und ich glaube an sowas halt nicht. Aber Valkyrie Elysium war, ja, es hat, also ich meine, das Kämpfen hat schon irgendwie Bock gemacht. Es ist halt, hat sich sehr Hack-and-Slay-mäßig angefühlt und Story hat mir nichts gegeben. Charaktere fand ich jetzt nicht so berauschend. Es war einfach nicht mein Spiel. Ich fand auch die ganzen Orte, die man da besucht hat, größtenteils so trist. Das hat mich so von der Art, wie sie das... Falls du auf der Suche nach einem Synthesechip bist, könnte dir ein Chocobo sicher helfen. Ja, ach, danke.
Danke, Chatley. Das ist die Erkenntnis. Auf die Idee wäre ich niemals gekommen, dass ein Chocobo vielleicht hilfreich sein könnte. Kennen wir ja auch noch gar nicht das Thema und so, ne? Super, Chatley. Bist der Beste. Kuss auf deine Nuss. So, nee, aber... was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass Valkyrie Elysium für mich so ein bisschen gewirkt hat mit seinem komischen Grauschleier, was über diesem Spiel liegt, wie die ganzen Xbox 360 JRPGs, die ja, also zumindest die von Mistwalker, weil Blue Dragon und Lost Odyssey hatten das ja auch, dass da kaum... Wie komme ich denn hier aus diesem scheiß Krater wieder raus? Hallo, SOS. Ich habe kein Chocobo, ich kann mich nicht porten, ihr müsst mich auch so rauslassen, hier geht's wahrscheinlich. Ja, also ich störe mich daran nicht prinzipiell, aber das hat einem Spiel, was ich eh schon als sehr trist wahrgenommen habe, das Ganze irgendwie noch trister gemacht. Es gab aber bei der grafischen Darstellung von Valkyrie Elysium auch eine, also unterschiedliche Perspektiven, weil, das ist schwer zu beschreiben, wenn man das Spiel nicht kennt, aber die Charaktere, die waren so von so schwarzen Linien umrandet. Und das ist halt so ein Stil, den mag man oder den mag man nicht. Und ich fand das irgendwie schön. Das hat mir tatsächlich gefallen. Aber ich kann ansonsten nicht so viel Positives über das Spiel sagen, weil es hat mir optisch nicht getaugt. Es hat, war für mich spielerisch okay, aber jetzt auch nichts Großartiges. Falls du auf der Suche nach einem Boah, Chatley. Könnte dir ein Chocobo sicher helfen? Einfach ruhig sein, okay? Ich hab's auch nach dem ersten Mal schon verstanden. Das scheint in eurer komischen Professorenrunde, Gruß geht raus an Mai, irgendwie so gang und gäbe zu sein. Sich oft zu Wort zu melden und sich gerne zu wiederholen. Das, legt das ab, bitte. Legt das ab. Wenn die Einstellungen das hergeben würden, ich würde es euch abnehmen. Aber ich kann nicht. Ey, da ist eine Bushaltestelle. Warte, habe ich gesehen. Gucken wir gleich. Ich will hier nur Zeugs einsammeln. Ja, das ist das eine. Und wo wir gerade beim Buchstaben V sind, wird wahrscheinlich wenig überraschend sein. Ich musste auch Vagrant Story auf meine Liste packen. Weil ich von Vagrant Story halt nicht den Frust erwartet habe. Oder bei Vagrant Story nicht den Frust erwartet habe, den ich am Ende bekommen habe. Ich meine, das ist auf Ewigkeiten jetzt auf YouTube auch verewigt. Man kann sich meinen Start mit diesem Spiel von Anfang bis zum Ende, kann man sich das angucken. Und ich meine, ich habe auch irgendwann mal in den Kommentaren gelesen, dass ich mehr Federn kriegen kann an den Haltestellen. Das habe ich zuletzt vernachlässigt, da nachzugucken. Aber vielleicht habe ich es auch nur falsch in Erinnerung. Kein Plan. Ja. Vagrant Story war nicht so gut für mich und nicht so spaßig für mich, wie es im Vorfeld viele angekündigt haben oder so für sich selber wahrgenommen haben. Bei Vagrant Story ist halt das Ding, das taucht bei super vielen Leuten in den Toplisten für die PS1 immer überall auf. Und die Fans von Vagrant Story, die loben das Spiel so heftig über den Klee. Und die Erwartungshaltung war so immens hoch. Und dann hat mich in dem Spiel so viel gestört. Und so viel war intransparent, für mich nicht nachvollziehbar. Es war bockschwer. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um zumindest einen Bruchteil der Mechaniken zu verstehen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt euch das in Form des Let's Plays angucken. Ich habe einige der schlimmsten Rage-Momente und Rage-Quits in diesem Let's Play erlebt. Ich bin laut geworden. Ich habe Zeug rausgepiept ohne Ende. Ich, also, es war, glaube ich, bei keinem anderen Let's Play so oft die Gefahr da, das Pad einfach quer durch den Raum zu schmeißen, das Spiel in die Ecke zu pfeffern, in die Mülltonne zu schmeißen. Da war so viel Frust. Aber es hat sich, ähnlich wie bei den ersten Soulspawn-Spielen, die man halt irgendwann mal zockt, also wenn man sie mag, es hat aber am Ende sich halt auch sehr, sehr gut angefühlt, dieses Spiel beendet und auch geschafft zu haben, ne? Und das Gefühl möchte ich auch nicht mehr missen. Also, das ist irgendwie eines der für mich unangenehmsten Let's Plays auf YouTube, aber auch eines von denen, wo ich mit am stolzesten bin,
da nicht hingeschmissen zu haben, weil ich halt weiß, wie oft ich kurz davor stand, so sollte der Satz lauten. Und ja, aber eine Empfehlung dafür würde ich trotzdem nicht aussprechen. Ganz ehrlich, nicht bei Leuten, die Gameplay fokussiert sind. Es sei denn, es gibt Leute, die sich dann die Handbücher im Vorfeld durchlesen und sich da gerne reinfuchsen, die generell schwere Spiele mögen, die Herausforderungen mögen, sich in ein Spiel reinzufuchsen, was nicht so ganz selbsterklärend ist in-game. Gibt's ja alles, ist auch völlig okay. Für mich war das einfach zu krass. Und ich habe Vagrant Story ja auch nur Let's Played, weil es in der Abstimmung gewonnen hat. Also klar, ich habe es in der Abstimmung halt auch zur Auswahl gestellt, hätte ich auch nicht machen müssen. Aber ich war halt neugierig auf das Spiel. Und auch wenn ich persönlich das auf meine hat mich enttäuscht Liste packen muss, muss ich aber auch sagen, dass es audiovisuell ein absoluter Hochkaräter war. Und dass jeglicher Frust, den ich zu Vagrant Story mitbringe, oh nein. Ist Vorsicht geboten. Wo ist sie? Seltene Tonobo-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Während dieser Jahreszeit durchqueren die Tonadus die Junon-Region, um einen Brutplatz zu finden. Sie bauen ihre Nester weit ab von menschlichen Siedlungen und ziehen dort auch ihre Jungen groß. Die Aufgabe der männlichen Tonadus ist unter anderem die Nahrungssuche. Um Futter für ihre stets hungrigen Jungen zu beschaffen, begeben sie sich jedoch auch in die Nähe von menschlichen Behausungen und schrecken selbst vor Angriffen nicht zurück. Wegen Junons Ausbau durch Shinra verloren sie ein... Nein! Also ich meine, ich mecker immer über die, aber ich will schon, dass sie zu Ende... Oh, das nervt so. Ey, wie das hier gelöst ist, das nervt mich so unfassbar hart. Dann quatsch doch einfach weiter dort, wo du aufgehört hast beim letzten Mal, ey. Und dass ich dann hier in das Menü reingehe und auch die Karte manchmal nicht aufgeht, sondern ich in irgendeinem anderen komischen Menü drin bin, verstehe ich auch nicht. Mann. Ey, mich stört gar nicht, dass dieses Jagdding einen jetzt unterbricht. Mich nervt nur dieses Gelaber so unfassbar hart. Ich wollte nämlich, bevor ich mich jetzt um die hier kümmere, ich weiß nicht mal, ob ich die überhaupt schaffe, weil das ist halt die starke Ausführung von den Vögeln. Und da finde ich selbst die Standardgegner schon sehr anspruchsvoll. Ich würde vorher gerne erstmal den Turm noch einmal an mich reißen. Und ja, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir dann beim nächsten Mal direkt mit diesem vermutlich schweren Kampf einsteigen. Weiß ich jetzt noch nicht, aber ich rechne da schon mal mit dem Schlimmsten. Nee, also um das nochmal abzuschließen, alles, was ich über Vagrant Story aus Sicht meiner Enttäuschung gesagt habe, bezieht sich wirklich, wirklich ausschließlich aufs Gameplay und es impliziert auch ausschließlich eigentlich das Kampfsystem. Gameplay ist theoretisch falsch, weil ich die Rätsel extrem gefeiert habe. Also sollte ich jemals eine Liste machen über JRPGs, auch wenn ich finde, dass... was sind das für Gegner? Das sind nicht die, die mit T anfangen, ne? Dann ist gut. Auch wenn ich finde, dass es irgendwie kein JRPG ist. Ich weiß nicht, das was für mich das Genre ausmacht, das erfüllt Vagrant Story über weite Teile nicht. Auf jeden Fall hat das für mich mit die spaßigsten und besten Rätsel, die ich je in einem Spiel hatte. Also absolutes Highlight. Und auch das Thema Rätsel gehört ja irgendwie zum Gameplay-Anteil. Deswegen wäre es falsch zu sagen, dass ich alles daran irgendwie schlecht oder schlecht... schlecht fand. Schlecht oder schlecht. Ich wollte schwach oder schlecht, wollte ich sagen. Ja, genau. Gerade voll Kopfknoten wegen Multitasking hier und so. Nee, aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis und ich bereue nichts. Aber auch nur, weil es am Ende einen guten Ausgang hatte und ich es irgendwie geschafft habe. Und irgendwann ist ja im Laufe des Let's Plays auch der Knoten geplatzt und ich habe auch Spaß in diesem Let's Play empfunden. Also es war nicht alles nur mit Frust verbunden, sagen wir mal so. So, Mogri-Medaillen gibt es, das ist schön. Dann drücken wir jetzt hier gleich auf ein Knöpfchen. Gibt es hier wieder die Stange zum Runtersliden? Nee. Haben die in Junon irgendwie gespart an den Türmen? Oder was war hier los? Ich
Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo jetzt neue Symbole aufploppen. Ich guck mal kurz auf meine Liste. Ich habe gar nicht mehr so viele Spiele. Es sind noch 2 da drauf. Das heißt, wenn wir beim nächsten Mal wieder Zeit finden, um Fragen zu beantworten, dann werden höchstwahrscheinlich auch ein paar mehr noch dazukommen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu langweilig für euch, weil das jetzt viel Zeit einnimmt. Aber ich habe da im Detail tatsächlich noch nie so drüber gesprochen, immer nur so ein bisschen an der Oberfläche. Bei dem einen oder anderen Spiel habt ihr vielleicht Déjà-vus, weil ich die schon öfter thematisiert habe, manche vielleicht noch gar nicht. Naja, die Videospielwelt ist halt ein aufregendes Thema, wo Gesprächsthemen nie ausgehen werden. So, was mache ich denn jetzt? Für den Kampf reicht das zeitlich irgendwie nicht mehr so ganz. Warte mal, da unten. Da kann ich noch was einsammeln. Oder war das der Krater, wo ich vorhin... Nee, das sind neue Sachen zum Sammeln. Das ist gut. Ich würde das jetzt einfach mal... Ja, ich würde den Kampf gerne fürs nächste Mal aufheben. Seid mir nicht böse. Ich könnte jetzt natürlich ein bisschen Überlänge reinballern, aber mich stresst das im Hintergrund. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, es wäre einfach vermeidbar gewesen. Ich will aber einmal noch mal kurz, weil ich das zuletzt versäumt hatte, mir ein bisschen... genauer anzugucken. Guck mal, was hier plötzlich möglich ist für tolles Zeug. Ich würde mal sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Einfach, um die schönen, leckeren Punkte mitzunehmen. Aber was hat denn vorher immer gefehlt? Habe ich einfach Gnade des Planeten noch mehr sammeln müssen? Hier fehlt Barmherzigkeit des Planeten und Goldstaub. Genau, ich wollte mir nämlich eine Übersicht darüber mal machen. Ach hier, warte mal, hier geht doch auch wieder ein bisschen was. Moment, aber hier brauche ich jeweils 5. Oh, einmal noch Gnade des Planeten und ich hätte sie beide machen können. Hier fehlt ein Knochenarmreif. Kriegst du bestimmt irgendwo gekauft. Hier fehlt die Quisi-Kralle. Das kennen wir schon. Hier habe ich alles, wenn ich das gerade richtig deute. Dann können wir jetzt hier so einen Matrosenarmreif. Oh, Korallentalisman ist schon sexier, weil da mehr Materia-Slots drin sind. Aber hier bei Matrosenarmreif sind die Stats besser. Ich bevorzuge mal den hier. Jetzt haben wir auch eine neue Synthesestufe. Ach, warte mal. Neue Synthesestufe heißt ja auch, dass neue Sachen hier in der Liste sind. Oha. Ja, aber da... Na, ich glaube, das werden hier schon teilweise Sachen sein, die du auch erst in der Region nach Junon finden wirst. Aber trotzdem irgendwie ein sehr interessantes System. Ich mag das, seit ich es verstanden habe, auch wenn die Geburt schwer und beschwerlich war. Aber das haben Geburten ja oft an sich, ne? Ich klinge, als hätte ich da schon Erfahrungsberichte zu vermelden. Das ist nicht der Fall. Gut, ihr Lieben, dann werde ich hier mal mitten in der anfangs unscheinbaren Pampa den Part beenden. Da hinten zeichnet sich das ab, was mir beim nächsten Mal den Einstieg vielleicht ein bisschen erschweren wird. Wir werden sehen. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.